Hallo liebe YouTuber, ich freue mich, dass ihr wieder in meinem neuen Video dabei seid. Ganz herzlich willkommen und wie so oft fange ich mal hier im Laden an und es gibt heute ein richtig tolles Video für alle, die keinen Osterhasen mehr ergattert haben, weil hier ist ein Reservierzettel, sie sind ausverkauft. Aber ich zeige euch eine super neue Idee mit diesen tollen Körben. Bleibt mal dran! So, bevor es zum Videothema geht, wollte ich euch noch mal ein paar Aktualitäten nennen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist immer so schön. Und ja, wie ihr die meisten von euch wahrscheinlich festgestellt haben, wir haben zwei Sachen gedreht diese Woche. Zum einen haben wir eine neue Kanal-Intro gedreht und da habe ich einfach so erklärt, was man auf dem Kanal findet, weil das ist so dieses Video, was über den ganzen Videos, wenn man in meinem Kanal geht, was über den ganzen Videos steht und wo erstmal so die Einleitung ist, was man da überhaupt findet. Und das haben ganz viele geguckt und haben so lieb geschrieben und dass sie mir auch auf Instagram, da heiße ich übrigens auch so geht Floristik, habe ich den Namen gleich gemacht. Ich habe gedacht, naja, ist der Einfachheit halber. Das heißt auf YouTube so und heißt auch auf Instagram so. Und da, wenn ich es schaffe zeitlich, da poste ich natürlich dann auch nochmal so tagesaktuelle Sachen oder wenn wir einen ganz besonderen Strauß haben, dann poste ich sowas auch. Und hinter mir ist so ein ganz großes oranges Paket. Das ist auch ein Riesenstrauß. Den haben die Mädels, der ist gigantisch und den haben die aber so schnell gemacht. Ich sage jetzt mal schnell, ich war währenddessen liefern und so. Und schon war er verpackt und der ist so groß, dass dieses Paket bis an mein Wagendach geht. Der ist mega. Ja, ich habe leider kein Foto. Schade. Solche Sachen poste ich natürlich dann auch ab und zu auf Instagram und das ist echt, das sind dann echt, ja, besondere Sachen. Deswegen lohnt es sich auch da, ab und zu mal reinzugucken. Oder da erzähle ich mal was. Ja, dann, was gibt es noch Aktuelles? Wollte ich mal vorab sagen. Also die Hasen sind ausverkauft. Hasen sind wirklich jetzt, heute habe ich die letzten Pakete gepackt. Die Hasen sind weg. Es gibt noch wenige Hühner. Und es gibt auch, da zeige ich euch nochmal das Foto von diesem Huhn im Korb. Ja, mit den Perlhuhnfedern und so schön, wie die so nestig ausdekorieren. Und ich glaube, ich habe noch 5 von diesen schönen Kranzkörben. Und dann ist auch mit den Körben fertig. Wer Straußeneier mag, ja, die kann ich besorgen. Und auch Straußenei mit Nest, da habe ich jetzt auch eins dabei, eine Bestellung. Ja, da kann ich euch mal ein Foto nochmal reinstellen. Das ist auch ein wunderschönes Ostergeschenk. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich so sorgfältig verpacke, dass eigentlich nichts zu Bruch geht. Und ich hatte auch schon so ganz dünne Glasvasen. Ja, die waren auch, und die war echt sehr, sehr fragil. Und ich habe es geschafft, dass alles an Glas, alles an Eiern und Nestchen und Wachteleier und Gänseeier und so, dass alles gut ankam. Die Hasen sind aus Fiberglas. Das ist ja auch wirklich sehr empfindlich. Und ich glaube, ein paar haben auch geschrieben, dass ich eine Verpackungskünstlerin wäre. Ich gucke mal, ob ich mal ein paar von euren E-Mails, die waren so klasse. Die Rückmeldung, ich habe mich total gefreut. Und ich gucke mal, ob ich ein paar von euren E-Mails oder von diesen super netten Rückmeldungen mal so als Lauftext reinmache. Weil das erfreut das Herz. Das ist einfach toll. Ja, also das sind so die Aktualitäten. Und ja, im Video, da gibt es jetzt wieder was Besonderes. Es lohnt sich also, das anzugucken. Und da zeige ich euch auch, Thema Hase und so. Ein paar haben es ja schon erraten mit einem kleinen Ausschnitt, den ich mal so gepostet habe. Aber guckt einfach das Video an. Ich freue mich total.
dabei seid. Und ja, ich wünsche euch schon mal jetzt ein wunderschönes Wochenende und sag einfach schon mal viel Spaß mit dem Video und vor allem beim Nachmachen. So, also ich habe gerade noch, ich war noch im Auto und habe ausgeladen. Ich war heute Morgen wieder im Großmarkt und ich habe wahnsinnig viele Blumen gekauft. Und wie gesagt, ich habe hier ein paar reservierte Hasen, aber es ist jetzt alle. Ostern naht ja auch und der Tisch biegt sich. Ja, es ist einfach so der Rundumblick. Es ist Wahnsinn, was es für tolle Blüten gibt. Und ich zeige ja mal gerne sowas. Guck mal, diese wunderschöne Garmini. Ja, die ist total knackig und die hat sie ist so richtig fest im Stiel und man sieht dann immer, was das für eine tolle Qualität ist, so schön frisch. Und ich habe so viele schöne frische Blumen, aber wir haben auch richtig schöne Straußaufträge. Ja, und deswegen, man kann sich hier wirklich austoben und wir hatten auch ganz viel Arbeit, aber jetzt habe ich meine Mädels gerade mal rausgeschickt. Wir waren fertig und ich möchte euch die tollen neuen Körbe im Video zeigen und ich habe da eine super Idee. Kommt mal mit in den Arbeitsbereich. So, also ich habe ein neues Korbset ergattert. Und ich bin ja immer so interessiert an so speziellen Besonderheiten und man sieht auch, das ist also so eine dicke Flechtung, die ist so dick wie meine Finger. Ich hoffe, meine Finger sind nicht so dick. Nein, und also das gibt es tatsächlich nur im Set. Und mir kam dann so eine tolle Idee heute Morgen. Ich habe dann noch so gesucht und gedacht, was können wir mit dem letzten Video vor Ostern machen? Hintergrund ist auch, die goldenen Hasen sind ausverkauft. Ich mache jetzt einfach einen selbstgemachten Hasen. Und weil ich das so schön finde, diesen Riesenkorb, würde ich es in den großen Korb reinmachen. Und so zur Info, ich hole gerade noch mal kurz den Zollstock. Einen Augenblick. So, dann kann ich euch auch mal sagen, was die für einen Durchmesser haben. Weil das ist ja auch immer ganz interessant, wie groß die sind. Und das ist ja jetzt wirklich ein super, super tolles, ausgefallenes Korbset. Also der hat 57 cm Durchmesser, vielleicht an den äußersten Wölbungen 60. Ja, ich würde sagen 60 und ist 23 cm hoch und der andere, der hat einen Durchmesser von 40. Ja, und der ist nicht ganz so hoch, der ist 20 hoch. Ja, und dieses Korbset, das ist natürlich jetzt wirklich was Tolles und auch wirklich Rares. Also die beiden Körbe zusammen sind für 160 € plus Porto. Das ist wirklich was Ausgefallenes und ist natürlich eine Rarität und ein echter Leckerbissen. Ich habe dann überlegt, wie mache ich das denn für Ostern, dass ich dieses wunderschöne Korbset schön bestücke. Und ich wollte gerne, ja, fange jetzt erstmal an. Ich wollte eigentlich gerne mit den Osterhasen machen und dann habe ich mir überlegt,
Ich hätte gern was Schönes Blumiges dazu. Und dann sind mir diese goldigen Blümelein im Großmarkt in die Hand gefallen. Und dann auch noch Bellies gemischt mit Hornveilchen. Und diese Kombination, die fand ich ja sensationell. Die musste ich unbedingt haben. Und ich finde, das Weiß ist natürlich auch ganz verträumt und ganz malerisch zu dieser dunklen Flechtung. Und jetzt würden die ja hier drin verschlupfen. Und deswegen löse ich das ganz einfach. Ich nehme nämlich Trockensteckschaum. Gibt es auch bei Floristik24, wie so vieles. Und ich muss auch sagen, ich habe das jetzt auch nicht vorher probiert, was ich jetzt vorhabe, sondern ich habe mir wie so oft was ausgedacht und ich mache das jetzt einfach. Das ist so der Gedanke. So, und ich nehme diesen Trockensteckschaum. Da muss ich jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. Da bräuchte ich jetzt einfach nur einen halben Ziegel. Der wird mir schon reichen. Trockensteckschaum hat leider die unangenehme Eigenschaft, dass der ein bisschen Ohren zu. Geräusch beim Schneiden ist jetzt nicht so toll. So, man kann sich immer mal ein altes Kuchenmesser zum Steckschaum schneiden bereitlegen. Das ist immer ein ganz, ganz guter Trick. So. Und voll ist mein Korb. Und das Schöne ist, ich möchte ja gern diese Topfpflanzen hier reinstellen. Und ich habe jetzt einfach eine ebene Stellfläche. Und den Steckschaum, den kann ich ja immer wieder verwenden. Und damit er nicht verschmutzt oder wenn ich auch die Topfpflanzen wässer, mache ich einfach ein Stück Folie rein. Und habe schon eine richtig tolle Stellfläche für meine hübschen Töpfchen. Ich kann die einfach so hierbei um. Ich nehme die Folie hier so ein bisschen rein. Ja, so ein bisschen zusammenknautschen. Und kann hier so reihum meine Pflänzchen reinstellen. Und ich fand es so im Wechsel, fand ich das total süß. Das ist eigentlich schon so hübsch. So. Dann noch zwei. Jetzt habe ich natürlich noch das kleine Problem, dass mein Hasi fehlt. Und des Weiteren wollte ich gerne den Übergang, aber das mache ich nachher, den wollte ich noch gern mit ein bisschen Birke dekorieren. Aber das kommt nachher, dass wir den Rand noch ein bisschen verschönern. Das machen wir am Schluss, kommt gleich. So, das ist jetzt mein Körbchen. Fehlt unser, der Hauptprotagonist fehlt, unser Hase. Der kann auch ruhig relativ hoch sein. Ist auch gut, dass die schon mal stehen, dass ich das sehe. Weil mein Gedanke ist, ich hätte jetzt gern einen Hasenkopf und ich hätte gern Ohren. Richtig schöne Ohren. Okay, und das mache ich jetzt. Um mir meinen Hasen zu basteln, nehme ich wieder mal ein China-Schilf, nehme ein paar Handschuhe, ganz wichtig, Handschuhe, weil die armen Hände, die leiden mit China-Schilf und eine von euch hat geschrieben, vielen Dank für die netten Zuschriften, die ihr immer bringt, die hat geschrieben, dass sie nicht mal mit Handschuhen den China-Schilf schneiden kann, weil sie sich einfach die Hände so aufreißt. Da habe ich gedacht, also ich krieg's hin, aber es ist schon, oder auch Pampasgras ist schon richtig garstig. Ja? Das muss man schon aushalten können. So, ich wollte gerne meinem Hasen lange Ohren geben. So, dazu nehme ich den Draht, mache hier lange Ohren, verwickel den Draht miteinander. Und das ist jetzt der 2 mm Aludraht. So. Natürlich braucht unser Hasi zwei Ohren. Ein Ohr ist zu wenig.
und jetzt geht mal wieder mit China-Schild. Oh, Fuchs ist ja auch noch dabei. Geht mal wieder mit China-Schild so die, ja, sag jetzt mal so, ein bisschen chaotisch ist es ja immer. Geht jetzt mal wieder die Sauerei los. Ich nehme wieder meinen Wickeldraht. Ja, ich nehme hier keinen Myrtendraht dafür, weil Myrtendraht ist mir zu dünn. Und Wickeldraht hat ein bisschen mehr Stabilität. Also Wickeldraht ist der Draht, der immer auf diesem Hölzchen drauf ist. Bekommt ihr, wie immer, ich brauch's gar nicht sagen, oder? Wo man alles bekommt, was man braucht. So, und da gibt's auch so tolle Farben. So, ich wickel den jetzt noch schön, die Öhrchen. Und muss auch ein bisschen Gras dranlegen, dass ich eine gewisse Festigkeit gewinne. Und das ist jetzt natürlich auch super, weil da kann man jetzt in die Natur gehen, kann irgendwo gucken, ob man Gras bekommt oder ein helles Reisig. Oder ihr geht zum Bauern und holt Stroh. Ja, es gibt ja manche Bauern, die noch Strohballen haben. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen. Also irgendwas, was so eine schöne, ja, so eine helle, schöne Struktur ist. Heu, Stroh. Also Stroh fände ich jetzt fast hübscher, weil dann ist er natürlich schön hell. Mit Heu ist er nicht so hell. Das ist natürlich schade dann. Man kann natürlich die Ohren auch noch breiter machen. Ich finde, das ist jetzt gar nicht jetzt so ganz okay. Aber man kann sie auch noch breiter legen. Das ist natürlich dann auch hübsch. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, wo mein Draht ist, hier unten. Und drehe mal mein China-Schilf um. Und kann dann den Rest von meinen Ohren so festwickeln. Weil alles, was so absteht, das wird dann noch abgeschnitten. Mein Draht wickel ich nochmal fest. Das ist ein richtig schön langer Löffel. Der ist cool, der gefällt mir. Mein Draht wickel ich fest, nehme eine Schere, schneide nochmal die, oh, Entschuldigung, schieß einmal den Kameramann ab, sorry. So, und dann wird alles, was hier noch absteht, einfach mal schön fein abgeschnitten. Achtung, nicht den Draht durchschneiden beim Frisieren. Das wäre schade, weil dann würden sich die Ohren ja wieder auftrennen. So, das ist jetzt Ohr 1. Jetzt braucht man natürlich noch Ohr 2. Da gibt es natürlich noch einen Grund, warum ich den Aludraht genommen habe. Den zeige ich euch gleich, weil dazu müsst ihr einfach dranbleiben. Also für den Kopf, ich habe gerade noch mal so ein bisschen nachgedacht, für den Kopf muss ich ja erstmal testen, wie tief muss der Kopf denn sitzen. Also es ist super, dass die Blumen jetzt schon drin sind und dass ich weiß, wie hoch ich will. Weil der Kopf, wenn der jetzt so rausguckt, dann kann ich den ja schön zwischen den Blumen sehen. Und dann kommen ja auch noch die Ohren drauf. Also das ist jetzt mein Kopf. Und damit er ein bisschen Stabilität hat, nehme ich ruhig mal ein bisschen mehr Aludraht. Ich habe ja noch genug. Mit Aludraht bin ich so super bewaffnet. Da habe ich unglaublich viel. Und auch der 2 mm Aludraht, der lässt sich ja so toll biegen. Mit dem arbeite ich total gern. Es gibt ja auch noch einen 5 mm. Der ist natürlich, bietet deutlich mehr Stabilität, aber der ist auch um einiges teurer. Ja, aber 2 mm Aludraht kann man für so viele Unterlagen ganz toll gebrauchen. Das ist einfach Draht. Ihr wisst ja, dass ich Draht liebe, schön Draht. Und Draht ist die Basis von so vielen Arbeiten. Das ist ganz toll. Ja, und genau so wie ich die Ohren gemacht habe, so werde ich jetzt auch diesen Kopf wickeln. Und damit es ein bisschen mehr Stabilität hat, verwickle ich jetzt im Moment den Aludraht. Verwickle ich den so, ja, in dieser Form. Und das heißt, also ich habe den jetzt nicht nur genommen und legt in einem Kreis rum, sondern
Ja, der ist jetzt also wirklich zweifach, dreifach. Das hat jetzt natürlich viel mehr Stabilität, wie wenn ich den einfach nur im Kreis rumlege. Und damit mein Kopf groß genug wird, mein Hasi, so, genau, habe ich den natürlich, mache ich den extra größer als die Ohren. Also Achtung. Und dazu nehmen wir auch wieder eine Ladung Chinaschild. Und ja, ich habe auch gerade hier gezeigt, als ich gearbeitet habe und jetzt im Schnelldurchlauf, das war, habe ich auch gesagt, es ist so faszinierend, dass man aus so vielen Naturmaterialien so tolle Sachen machen kann. Und man denkt ja gar nicht, dass hier so ein Beutel Gras eigentlich so einen Hasen geben könnte. Es ist einfach schön. Und genau diese Ideen, die gebe ich euch so gerne, weil das macht so Spaß, diese tollen Arbeiten. Und auch das Vorher-Nachher. Vorher ist es nur ein Sack Gras, danach ist es ein Osterhase. Toll, oder? Das ist echt der Hammer. Und hier muss ich jetzt auch dick genug arbeiten und ruhig auch mal kreuz und quer wickeln. Also sowohl so als auch so. Also schön verwickeln in alle Richtungen. Der soll sich ja auch nicht so schnell auflösen. Und am Anfang sieht das alles ein bisschen chaotisch aus. Das ist nicht schlimm. Das macht überhaupt nichts aus, weil wir wissen ja, dass daraus ein toller Hasenkopf entstehen wird. Ich hoffe es zumindest. Ich muss selber immer lachen. Und irgendwie kam mir der Gedanke, ja, da die Hasen ausverkauft sind, da ich den schönen Korb gesehen habe. Ich sage, ach, was machst du denn heute wieder für ein schönes Video? Und ja, euer Feedback ist auch immer echt mega. Und so tolle E-Mails, die ihr mir schreibt oder so, was ihr in den Kommentaren. Also am liebsten, am tollsten finde ich ja, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, weil dann können es die anderen auch lesen. Und oft antworten die anderen ja auch noch darauf. Und das ist natürlich super. Dann ist das so ein tolles Leben im Chat und so ein tolles Feedback. Das ist klasse. Ja, und so könnt ihr ja auch wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr irgendwas anmerken wollt, dann könnt ihr das den anderen ja auch weitergeben. Und so hat die Allgemeinheit natürlich mehr davon, wie wenn ihr mir alleine eine E-Mail schreibt. Das ist eigentlich das Allerschönste. Deswegen ist es so mein Wunsch wäre wirklich, dass ihr es in die Kommentare schreibt. Das ist super. Ihr könnt natürlich auch noch länger wickeln und den Hasenkopf rund machen. Ich mache das jetzt nicht rund. Aus zwei Gründen. Ich meine, dann bräuchte ich jetzt also ich bräuchte viel mehr Material, ich bräuchte viel länger. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass mein Hasenkopf von vorne gesehen wird. Und ich möchte dem ja auch noch Augen geben, ich möchte ihm Ohren geben. Und von dem her habe ich jetzt einfach beschlossen, dass der Hasenkopf, so kleiner Test, okay, dass mein Hasenkopf jetzt einfach flach ist und nicht rund. Der braucht ja auch ein bisschen Stabilität. Und dazu nehme ich einen Holzsplittstab, beziehungsweise eigentlich brauche ich zwei, ja, zwei Stäbe. Und an der Stelle muss ich jetzt natürlich die Folie, zumindest an den Stellen, wo der Hase rein muss, da muss ich ein Loch in die Folie machen, damit ich diesen Kopf stabilisieren kann in diesem Trockensteckschaum. Und damit er nicht sofort wieder rausrutscht, mache ich ein bisschen Heißkleber in die Stäbe. Das mache ich gleich mit den Löchern. Und mein Gedanke ist auch, ich hätte eigentlich gern noch, dass mein Hase Augen hat. Jetzt habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie mache ich denn Augen? Und da kam mir so der Gedanke, ich könnte ja eigentlich, wir haben ja Filz. Filz haben wir für so viele Arbeiten. Und mein Gedanke war, ich könnte dem ja Augen geben mit Filz. Also ich habe Filz ausgeschnitten. Jetzt muss ich mal die Handschuhe ausziehen. Das geht mit Handschuhen nicht. So, ich habe Augen geschnitten und die könnte ich dem Hasi machen, mal einen kleinen Test. So. Dem schneide ich jetzt einfach mit zwei runden Filzstücken
zwei Augen. Ich habe übrigens immer für so Arbeiten mit dem Filz jetzt, habe ich immer eine extra Schere. Ich benutze nicht die Schere, die wir jetzt für floristische Arbeiten nehmen, die benutze ich nicht zum Bänderschneiden, weil wir wollen, dass die Schere scharf bleibt. Und die hat tatsächlich hier eine extra Markierung und die darf hier keiner für was anderes benutzen. Also wir haben hier schon strenge Regeln, dass das Werkzeug auch entsprechend erhalten bleibt für die Arbeiten. Und dazu gehört zum Beispiel auch diese Regel. So, Filz ist äußerst wetterbeständig. Filz ist egal, ob nass, heiß, kalt, der hält ewig. Und das eignet sich super, um sowas zu machen und um diese Augen zu machen zum Beispiel. Da kann man auch im Winter schön um Töpfchen rum einfilzen. Fürs Frühjahr ist eigentlich Filz ist immer so ein kuscheliges, tolles Material. So, ich muss die Augenlinsen schön genug machen. So, noch ein bisschen dran feilen. So, ja, ich hoffe, dass unser Hasi jetzt gut gucken kann. So, süßer. Genau. Gut, jetzt mache ich mal einen kleinen Test, ob ich den da reinsetzen kann, weil ich muss ja Löcher bohren. Ich habe auch hier zum Bohren, ich habe einen Vorbohrer. Ja, es gibt nicht nur Schraubendreher, es gibt auch Vorbohrer. Werkzeug ist total wichtig. Man kann mit dem Vorbohrer die Löcher vorbohren. Ich glaube, der ist zu hoch. Gell? Zu hoch. Okay, gut. Eindeutiger Kommentar. Nochmal raus. Der stand da ganz oben drin. Das geht ja gar nicht. Okay. Nächster Anlauf. So, es sieht jetzt noch nicht so ganz nach einem Hasen aus. Das stimmt. Ja, auch mit Ohren noch nicht ganz, aber das wird kommen. Ich nehme hier jetzt so kleine Holzsplitstäbe, die kommen jetzt mit ein bisschen Heißkleber, werden die in meinen Ohren verklebt. Okay, wenn ich die Splitstäbe reinstecke, dann schneide ich die immer schräg an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier mache ich auch ein bisschen Heißkleber dran. Also immer gucken, dass man mit Heißkleber die Holzstäbe reinsteckt, weil dann sind die ein bisschen fester drin. Ja, es fängt an den Hasen zu erinnern. Und jetzt kommt eigentlich mein Clou. Der Kameramann lacht sich schlapp. So, jetzt habe ich die zwei Ohren. Finde ich auch ganz witzig, wenn die so geklappt sind. Kann noch ein bisschen Feintuning machen, dass nicht gerade die Gräser so rausstehen. Und dann haben wir auch gesagt, ach, gerade hier haben wir so überlegt, eigentlich hätten wir gern, dass der Hase lacht. Wir lachen auch gern. Und ich gebe jetzt dem Hasen, das ist übrigens der Rest, der restliche Schnitt von den Augen. Der hat jetzt eh schon den Mund und den könnten wir doch eigentlich noch, ja, das Smiley-Mund geben wir unserem Hasen auch noch. Ich finde, das ist,
Das ist das Lächeln für Ostern. So, Hasi. Ich meine, man könnte ja nochmal nachdenken, ob man eben eine Nase macht, aber ach, ich glaube, eine Nase mache ich ihm jetzt nicht. Aber ich finde ihn eigentlich so ganz witzig. Es ist mal ein etwas anderer Osterhase und das ist jetzt auch kein Teil, das man jetzt unbedingt bis zum nächsten Jahr aufheben muss. Aber ich finde ihn cool. Hier meine Mitarbeiterin, die hat gemeint, oh, du willst einen Hasen machen? Ich weiß nicht, ob der Sack reicht. Ja, ich glaube, ich könnte noch 3 machen davon. Also, so viel zum Thema, wie viel immer reicht von den Materialien. Es ist genug da. Ja, und das finde ich jetzt eigentlich schon echt cool. Was mir noch nicht so gefällt, aber das habe ich gerade auch schon gesagt, ist der Rand hier. Und da würde ich jetzt so ganz lässig ein bisschen Birke schlingen. Ich wollte jetzt tatsächlich keinen, ich wollte jetzt nichts Helles machen, sondern ich wollte mich an das Dunkle von dem Korb, an diese schöne dunkle Flechtung anlehnen. Und da würde ich jetzt tatsächlich Birke nehmen, also so eine schöne lange Hängebirke. Ja, da kam eine YouTuberin kam auch hier in den Laden und hat davon auch mitgenommen und hat, um sich selber was zu gestalten, den ersten Fixpunkt zu haben, stecke ich die Birke einfach hier in die Flechtung rein. So, und fest ist sie. Genau, weil ich habe gerade überlegt, wie befestige ich das. Ich will es nicht an den Töpfchen festmachen. Warum? Ganz einfach, weil ich möchte ja die Töpfchen rausnehmen können, um die zu wässern. Und deswegen möchte ich die Birke gar nicht daran festmachen, sondern ich stecke die Birke einfach hier in die Flechtung rein. Und ich zeige euch dann gleich, Moment, da muss ich ein bisschen rumfingern. So, zack. Und ich zeige euch dann auch gleich, was ich mache, um die Birke rundum zu wickeln. Also ähnlich mache ich den Abschluss öfters mit Efeuranken bei Herzen. Das ist auch eine sehr schöne Variante. Also man kann diese Flechtung, man kann die so ein bisschen auseinandernehmen, kann ein Stück Birke reinmachen. Das sind auch wieder so Sachen. Ich habe die jetzt, natürlich auch nicht vorab getestet, weil ich hatte überhaupt keine Zeit dazu. So, steck das einfach ringsum die Birke ein und dann kann ich jetzt hergehen. Und ich mache noch mal ein Stück Birke da hinten rein, weil ich möchte jetzt rundum die Birke festmachen. Ja, das Schöne ist, also, wenn ich da was reinstecken will, dann kann ich wirklich hier die Flechtung so auseinandernehmen. So, und jetzt gehe ich her, nehme meine Birke. Nee, muss ich unten rumdrehen? So. Verdrehe die Birke. Das ist so ein bisschen wie bei dem Thema Grenze wickeln, die ich ja so gern mache, diese Naturgrenze. Ich nehme immer 2 Stränge, selbst wenn die sich in einem wieder zusammenwurschteln, und verwickel diese 2 Stränge miteinander und gehe dann weiter um den Korb rum. Und habe so auf die Art und Weise diesen Kranz, unabhängig von den Topfpflanzen, habe ich diesen Kranz jetzt einfach in der Flechtung fixiert. Und was ich am Schluss machen kann, ist, ich schiebe einfach das Ende von der Birke, ich schiebe das einfach hier nochmal durch die andere und fertig. Ja, ist also ganz, ganz easy. Wenn mich Folie stört, kann ich die ja nochmal ein bisschen wegdrücken, aber ich denke, ich habe die jetzt eigentlich ganz cool versteckt und ja, und ich würde sagen, der Korb ist jetzt fertig und also so würde ich mir den sofort hinstellen für Ostern auf meine Veranda. Ich finde, der ist auch mit diesen zarten, tollen Blütchen, mit den Bellies, ich finde, das ist jetzt echt ein süßer Osterkorb geworden. Ja, ich bin gespannt. Sagt mal, wie er euch gefällt, ob ihr euch den auch hinstellen würdet, wie ihr die Idee findet.
Und ja, Materialhinweise habe ich euch auch, schreibe ich euch alle rein. Das sind alles Materialien, die immer wieder kommen. Die Drähte, der Filz, kann man für so vieles gebrauchen. Den Korb könntet ihr bei mir bestellen. Das ist natürlich ein edles Investment, aber es ist ein toller, toller Korb. Und ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss geguckt habt. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid, und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von mir. Und ansonsten schicke ich euch ganz liebe österliche Grüße und sage bis bald. Eure Margit. Tschüss.